Ich stehe neben dem BMW 3.0 CSL. Dazu gibt es schon ein ausführliches Video, aber in diesem Video gibt es nochmal 5 Dinge, die ihr sehr wahrscheinlich noch nicht über dieses Auto wusstet. Und der erste Punkt ist der Kennzeichenhalter. Jetzt mögt ihr euch fragen, ja gut, Kennzeichenhalter hat er halt, muss er ja auch haben, muss ja in Deutschland auch ein Kennzeichen vorne dran sein. Aber da gibt es eine Besonderheit. Und zwar kann man diesen Kennzeichenhalter für die Rennstrecke demontieren. Da muss man hier so 2 Nupsis lösen und dann kann man den hier zack abbauen. So sieht das Ganze dann aus. Dann legt man den beispielsweise in die Box. Und wenn man dann auf der Rennstrecke unterwegs ist, dann wird hier der Kühler noch besser angeströmt. Dann kann das Auto eben auch maximale Leistung über einen längeren Zeitraum abrufen. Und wenn man dann wieder auf der Straße unterwegs ist, einfach wieder Kennzeichenhalter ran, die 2 Schrauben wieder festdrehen, fertig. Der zweite Punkt hat mit dieser Abschleppöse zu tun. Auch hier denkt ihr jetzt wahrscheinlich, okay, ist jetzt nichts Besonderes. Wenn ich die hier einmal ausklacke, seht ihr, tada, die Abschleppöse hat nicht nur ähnlich wie die Sicherheitsgurte die M-Farben eingewebt, sondern hier ist auch noch ganz fein 3.0 CSL drauf gedruckt. Und ja, vermutlich, hoffentlich, müssen das die zukünftigen Besitzer nie herausfinden. Aber für einen Stammtisch wisst ihr jetzt schon mal, hier die M-Farben in dem Fangband der Abschleppöse und wieder drin. Punkt Nummer 3 ist der Dachspoiler. Und der ist natürlich an und für sich schon wirklich ein optisches Highlight. Ist natürlich ganz klar eine Reminiszenz an das Original. Ich habe gelesen, bis der dann so fertig hier montiert werden konnte, waren über 50 Prototypen notwendig, die alle im Windkanal getestet wurden. Das hier ist die finale Version. Und das Besondere ist, in der Mitte, dieser mittlere Steg hier, der hier, da ist die Antenne integriert. Und das wiederum hat zur Folge, dass dieser Dachkantenspoiler eben nicht aus Carbon ist, so wie fast alles andere am 3.0 CSL, sondern aus GFK, denn Carbon schirmt einfach ein bisschen zu gut ab. Punkt Nummer 4 ist etwas, das nicht da ist. Schaut euch das Heck mal in Ruhe an. Fällt euch auf, was eventuell fehlt? Ich helfe euch auf die Sprünge. Das Auto hat keine Einparkhilfe, also dementsprechend auch keine hässlichen Sensoren hier hinten. Die sind aus Stylinggründen entfallen. Das einzige Hilfsmittel ist hier diese Rückfahrkamera und die sollte der Fahrer auch besser im Auge behalten, denn wenn er sich da mal verschätzt oder einfach unaufmerksam ist, dann wird es teuer und dann haben hier die Kollegen im Werk Landshut einiges zu tun, dann müssen sie eine neue Schürze anfertigen. Der 5. und letzte Punkt, der betrifft dieses Getriebe und das ist die 6-Gang-Handschaltung. Ich persönlich als großer Freund der Handschaltung freue mich natürlich, dass BMW in diesem besonderen Auto eine Handschaltung verbaut. Aber es gibt auch eine nicht ganz so gute Neuigkeit dazu, denn BMW empfiehlt, dass dieses Getriebe aufgrund der Power 560 PS alle 50.000 Kilometer getauscht werden muss. Also nicht gewartet, sondern wirklich gegen ein neues Getriebe getauscht werden muss. Ja, Verschleißteil hin oder her, das ist natürlich ja, für die Leute, die das Auto wirklich viel fahren, nicht so eine tolle Neuigkeit. Ich habe auch schon mal gefragt, was das ungefähr kostet. Auch da gibt es jetzt schon mal hier Consumer Advice von Autobild-Seiten. Ungefähr 10.000 Euro müsst ihr dafür einplanen für ein neues Getriebe. Auf der anderen Seite bleibt natürlich die Frage, wer fährt wirklich 50.000 Kilometer damit? Ich würde es begrüßen, aber wahrscheinlich werden eher wenige Kunden wirklich so viel Kilometer mit dem Auto zurücklegen. Das waren die 5 Punkte. Ich könnte noch wahrscheinlich 10 weitere nennen. Es gibt wirklich sehr, sehr viele Besonderheiten an diesem Auto. Aber das waren so 5 Punkte, wo ich dachte, okay, die waren mir neu. Hoffentlich euch auch. Könnt ihr gerne mal in die Kommentare schreiben. Wusstet ihr das alles schon? Welche Punkte waren neu? Und natürlich könnt ihr auch gerne schreiben, wie euch das Video gefallen hat, wie euch das Auto gefallen hat. Und dann würde ich sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal. Macht's gut. Ciao, ciao.